Moin, ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Fleischpremiere, kann schon fast sagen, eine Weltpremiere. Diese XXL-Rippchenleiter. Du hängst halt nicht so hoch. Nein. Niemals. Ich würde niemals ganz hoch ansetzen. Weil du mega geil, auf die Fallen. Ist so, ja, das ist so. Ja. Aber das hier ist in dem Fall wirklich eine Premiere. Denn, vielleicht kann man ausholen, also wenn man es noch nicht weiß, was es ist, ich erkläre es euch kurz: Das ist ein Rippchen vom Schwein. Ja. Der Zuschnitt nennt sich St. Louis Cut. Und das ist eigentlich so der Cut, wo man sagen kann, wenn man so Barbecue begeistert ist, ist eigentlich das so. Das sind die Rippchen. The Holy Grail. Ja, wenn was jemand heißt Holy Rippchen Grail übersetzt? Heilige Gral. Der Heilige Aal. So ist Heilige es. The Holy Ale. Genau. Elf Aal, die Eel heißt der doch, oder? The Holy Ale. Aber wenn jemand Rippchen kauft zum Smoken, dann will er in aller Regel den St. Louis Cut haben. Genau. Ich zeige euch mal hier ganz kurz, warum das so ist. Wenn man das hier sieht, das ist ja vom Schweinebauch. Also der Bauch wäre hier oben drauf sozusagen. Hier ist der Rippenbogen. Und hier sieht man, hier ist richtig was dran. Nicht nur Fett, sondern auch Fleisch. Und warum ist das jetzt was Besonderes für uns in dem Fall? Weil St. Louis Cut an sich haben wir schon ein paar Mal gemacht. Genau, das ist nicht die Premiere, kann ich auflösen. Sondern wir waren in Niederbayern. Und haben uns dadurch den Sprachdschungel gekämpft, ja. Und haben dort einen Hof besucht, nämlich Landluft. Und Landluft habt ihr vielleicht schon kennengelernt als Partner bei uns. Die machen ein unfassbar nachhaltiges Konzept. Ja. Und die haben uns auch darum gebeten zu sagen, Mensch Jungs, wenn es so bestimmte Sachen gibt, die im Grillmarkt vielleicht beliebt sind, wo man sagen kann, ey, das ist vielleicht ein Cut, den man anbieten sollte. Was gibt's denn da? Und dann haben wir gesagt, St. Louis Cut ist eine Sache, die auf jeden Fall nicht fehlen darf. Und deswegen ist es eine Premiere für uns. Dieser Cut existiert nur so in der Art und Weise, weil wir gesagt haben, die hätten wir gerne. Genau, und das ist auch, glaube ich, die erste Rippchenleiter, die ja, in so der Form geschnitten wurde. Ist so, ja, tatsächlich. Und wir dürfen sie probieren. Und auch beurteilen. Und deswegen haben wir gesagt, da nehmen wir euch gerne mit, zeigen euch das. Nicht nur, wie man Rippchen zubereitet, sondern eben auch diese Qualität der Rippchen. Ja. Wer da mehr zu wissen will, ich verlinke euch ein Video. Da könnt ihr nochmal so eine richtige Doku, die wir gedreht haben, euch angucken, was da genau passiert. Will nicht zu ausschweifend werden, aber ich kann euch sagen, es ist wirklich hammermäßige Qualität. Ja, sieht auch fantastisch sagen, aus. Muss man sich nichts vormachen. Gut, ne? Ja. Ja. Wollen wir anfangen? Ja, wir fangen an. Du oder ich? Ich mache Silberhaut. Du machst Silberhaut erstmal. Oh, Entschuldigung, ich war schon hier fast zu schnell. Also man geht mit einer Gabel. Ich empfehle immer einen Löffel, einen Teelöffel, weil wenn man dann hinten anpackt, so wie Julian gerade, kann man sich nicht die Spitzen von einer Gabel in den Handballen rammen, die sondern Tipps hat dann auch nur einen mal Löffel. Vorgehen ja. Können. Ja. Und dann geht man runter und zieht diese Silberhaut ab. Es gibt ja Leute, die grillen die mit, weil die so knusprig wird. Wir haben sie mal frittiert, da wird die knusprig. Beim Grillen wird die bei uns nie knusprig. Nee. Immer nur zäh. Das haben wir auch schon zigmal abstimmen lassen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen. Aber der Konsens ist meistens Silberhaut runter. Ja. Und mit Zeh macht man das auch, dann ist es einfacher. Warte, ich kann... Küchenrolle, Entschuldigung, habe ich gerade gesagt. Moment. Küchenrolle. Vielleicht piep ich das noch weg. Guck mal hier. Das ist hier Teamwork. Was ist das Schöne am Team? Oder die Abkürzung vom Team? Toll, ein anderer macht's. Genau. Danke. Wenn wir jetzt Gewürze auftragen, dann können die auch vernünftig hier drauf haften bleiben. Genau. Und all das, was ihr hier seht, ist auch essbar, logischerweise, bis auf die Knochen. Und hier haben wir noch einen bewussten Teil drin, das zeige ich vielleicht auch mal ganz gerne. Hier sind so Knorpel, die gucken noch raus. Seht ihr das? Das sind aber nur noch die Spitzen, ne? Nur genau. Noch so ein kleines Stückchen. Und das, was hier so zwischen ist, zwischen diesen Knorpeln, das wird nachher vom Feinsten. Das ja. Sind so die Filetstücken und die werden immer gerne weggecuttet. Und wir haben gesagt, kann man am besten, also es ist wie folgt. Manche schneiden die weg. Wir haben gesagt, lass die mal dran, weil gerade dieser Teil ist so lecker. Muss man zwar ein bisschen mehr poolen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, es ja. Ist sozusagen die Praline in so einem St. Louis Cut, wenn man will, ja? Ich fange mal hier an und wie immer, wenn wir Rippchen zubereiten, ich mache nicht zu viel rauf, weil da kommt noch Raucharoma dran, Barbecue-Soße und so. Zu viel Rub ist dann irgendwann auch zu viel Geschmack. Gerade. Ich finde gerade bei Rippchen, ne? Gerade, wenn man einen so genialen Rub nutzt wie wir, nämlich Magic Smoke. Okay, der war nicht um eine gute Überleitung zu machen. Magic Smoke ist ein von uns entwickelter Rub. Paprikalastig, aber eben auch mit Rauchsalz, deswegen Magic Smoke. Im Prinzip kann man sich vorstellen, wer Magic Dust kennt, ist lecker. Dazu noch eine Rauchnote. So ähnlich ist Magic Smoke. Und der ist sehr intensiv, leicht süßlich, rauchig, perfekt für Rippchen. Hab auch eine besondere Süße drin vor allen Dingen, ja. Die ja nicht ganz so krass ist. Jetzt gibt es von uns Videos, die sind schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, die ersten sind so 6 Jahre vielleicht. Da haben wir mal gesagt, mach da so viel Rub dran, wie viel geht. Viel. Genau, all so eine Sachen. Das würden wir jetzt heute nicht mehr so machen. Und aus einem bestimmten Grund. Wenn die Fleischqualität gut ist, dann möchtest du ja auch was von dem Fleisch selber schmecken. Und Rippchen ist so ein Produkt, was man ganz schnell übertünchen kann, auch mit dem Thema später Barbecue-Sauce und so weiter. Deswegen machen wir alles nur in Maßen und nicht in Massen. So ist es. Dann hältst du eine Verpackung auch länger. Ist gut fürs Portemonnaie auch, muss man ganz klar dazu wissen. Schont alles.
Also eigentlich, wenn es nach uns geht, macht den ganzen Streuer ja. Ja, ihr wisst, glaube ich, wie wir es meinen. Guck mal, das reicht schon, wa? Ja, ja, das reicht. Die sollen rot sein, aber nicht komplett voll. Gegrillt wird heute auf unserem Kamado Joe und ihr kennt das Spiel eventuell, so ein Keramikgrill. Der Kamado Joe ist perfekt für alles, was low and slow ist. Ja. Also Rippchen, Pulled Pork, Brisket, Smoked Chicken haben wir neulich gemacht. Alles, was irgendwie länger braucht, dafür eignet er sich hervorragend, weil der einfach Temperatur richtig gut speichert, über eine lange Zeit konstant hält und so weiter und so fort. Richtig Keramik, einfach, ne? Perfekt. Das, ich brauche Handschuhe noch. Das ist auch übrigens der Grill, wo Corby letztens im Livestream gesagt hat, wenn ich mir einen aussuchen wollte, dann wäre es ein Kamado Joe, gesagt. Also die Wertigkeit ist bei Corby ganz weit oben. Ja. Übrigens der Livestream immer auf sizzlebars.tv. Vor kurzem war er da auch im Einsatz. Mittwochs 18 Uhr. Es war sehr lustig, haben wir Flammkuchen gemacht. Ich will darauf nicht näher eingehen. Ja. Okay. Wir räuchern mit einem milden Fruchtholz. In dem Fall haben wir so einen Kirschholzschank. Einer wird uns reichen. Wir brauchen ungefähr eine Stunde Rauch, maximal anderthalb Stunden, denke ich. Den lege ich jetzt hier so an Rande der Glut. Wenn ich ihn mitten reinlege ins Glutbett, ins Zentrum, dann verbrennt der relativ schnell. Ich lege den so an der Seite, dass der über eine längere Zeit ein bisschen Rauch abgibt. Jetzt kommt der Deflektor wieder drauf. Empfehlen sich übrigens auch. Also Chunks empfehlen sich an der Stelle tatsächlich auch. Ja, definitiv. Wenn er da jetzt Räucherchips drauf tut, die verbrennen sehr, sehr schnell. Das ist vom Rauchergebnis nicht ganz so gut. Also da dann lieber Chunks nehmen. Und jetzt kommt der Moment, wo der Grill schnell wieder ausgehen kann. Genau, jetzt kommt der gefährlichste Moment. Und zwar will ich unbedingt eine Wasserschale da reinstellen. Ich glaube, ich hab's. Ja. Ja. Denn das Wasser hat zwei Dinge, die es verhindert, beziehungsweise zwei Vorteile, die es mit sich bringt. Vorteil Nummer eins. Wenn von den Rippchen Fett runtertropft, tropft es nicht auf den Deflektorstein. Das heißt, wir haben nicht diesen Fettrauch von verbrennendem Fett. No. Und Punkt Nummer zwei, durch so Wasserdampf in dem ganzen Grill haben wir eine feuchtere Atmosphäre. Soll so Fleisch noch saftiger und zarter machen. No. Ich hab, so, Roste brauchen wir auch noch übrigens. Ich wollte gerade sagen, du hast die Roste vergessen. Ja. Aber ich habe noch einen Hinweis, der danach noch kommt. Das hier, wenn ihr das schon mal gesehen habt, ist Butcher Paper. Und wir haben neuerdings dieses Butcher Paper aufwendig, das ist kein Scherz, importiert aus den USA. Das ist also ein Originalprodukt aus den USA. Und unter Kennern weiß man, dass das einfach sozusagen auch wieder der absolute Oberknaller ist, wenn es um Butcher Paper geht. Wir gehen darauf nochmal später genauer ein. Nur weil Hannes gerade schon über das Thema Flüssigkeit im Grill sprach. Es geht auch darum, die später zu dämpfen. Weil damit können wir beeinflussen, ob die Garzeit lange dauert oder eben ein bisschen kürzer ist. Dazu, wie gesagt, später mehr. Nur falls euch wundert, warum das hier liegt. Ist total gut. So, jetzt lege ich es auf. Leg auf und jetzt, guck mal, es raucht doch schon. Also ich würde sagen, passt die überhaupt? Gerade so, ne? Eieiei. Naja. Also wir haben hier einen Kamado Joe Classic. Könnt ihr euch ja die Maße mal angucken, dann wisst ihr auch, wie groß diese Rippchenleiter ist. Aber passt genau rein. Okay. Wunderbar. So, schließen, Stunde, anderthalb Rauch. Und dann gucken wir mal, wie sie aussehen. Grilleinstellungen sind wie folgt. Ich habe unten relativ weit aufgelassen. Das heißt, am Ende wird die Temperatur über das Ventil hier oben geregelt. Das haben wir auf dem ersten Strich. Das heißt, das Ding ist zu einem Drittel geöffnet. Ungefähr 120, 130 Grad indirekt. Kommt natürlich ein bisschen auf die verwendete Kohle an, aber so solltet ihr gut dabei sein. Stunde Rauch ist um. Sie. So, das wollte ich sagen. Haben wir gerade fünfmal geübt. Es sind sogar eine Stunde und 10 Minuten, schätze Beim ich. Öffnen Alter. Eines Kamado-Grills bitte immer langsam öffnen, sonst kann es tatsächlich mal passieren, dass ihr hier einen Überschlag habt und dann kommt ihr ein bisschen in der Flamme raus. Hatten wir alle schon. Halt mal deine Hand hier hin und beschreib, was du verspürst. Eine feuchte Wärme. Eine feuchte Wärme. Wir haben richtig Luftfeuchtigkeit im Grill. Natürlich durch die Wasserschale, aber auch unsere Rippchen sind richtig am Dampfen. Wir müssen die jetzt so rübernehmen, dass die Flüssigkeit unbedingt drauf bleibt, nicht wegsifft. Dann musst du dahin anfassen. Ich hab noch eine Zange. Das ist der Moment, wo ich es nicht mehr hinkriege. Eins, zwei, drei. Wie war das mit Teamwork nochmal? Perfekt. Zack. So, den Rost machen wir gleich. Mach ich direkt. Ich hab einen Handschuh schon. Ach, du hast einen Handschuh. Ich hab schon einen Handschuh. Ich mach den so, Rost. Wir gucken mal hier, wo Eugen das gute Stück. Was sind jetzt Kriterien, die uns zeigen, dass wir einen richtigen Weg eingeschlagen haben? Immer hier, wenn man so außen erkennt teilweise, so leicht rötlicher Rand, ist immer ein Indikator dafür, dass da eben Rauch rangekommen ist. Ja. Und es sind zum Beispiel auch Teile dabei, wo du immer gucken kannst, so wie hier. Hier ist halt relativ viel Fett drauf. Das merkt man auch später dann schon, wie es hier von der Konsistenz. Und wenn ich jetzt mal die Konsistenz beurteile, ist das alles noch fest. Ne? Mhm, also ja. Nicht so, dass du sagst, ich habe jetzt voll Bock reinzubeißen, sondern es ist irgendwie noch ein bisschen zu fest. Und deswegen kommt jetzt die Dämpfphase, die ich über verschiedene Arten und Weisen machen kann. Ich kann also auch zwei, so ich sag mal, wie heißen sie, Konsistformen oder ja, so. Ja, diese ne? Bleche, diese
kann man übereinander tun. Die ich jetzt unten als Wasserschale, das ist genau so eine Form. Genau, davon zwei übereinander, ja. Das kann man zum Beispiel machen. Oder aber, und das ist die Version, die wir immer machen in letzter Zeit, Butcher Paper. Oh, das so ist aber. Mhm. Schon weit vorne saßt du. Also das ist hier die für den Privatgebrauch Größe. Die braucht man eigentlich nicht. Ich glaube, ne? Wir haben 50, 60 Meter hier. Jetzt kommt die Galosche hier drauf. Okay, ich heb's da einmal an, ja? 3, 2, 1. Zack. Sowas müsste man ja alles rausschneiden. Wir lassen immer alles drin. Das hat ist nur ein klein bisschen Wärme, du. So, jetzt passiert Folgendes. Normalerweise könnte ich jetzt hier Flüssigkeit oben drauf tun. Wir haben natürlich aber auch hier schon Flüssigkeit, die austritt. Unser Ziel ist jetzt ja, die Dämpfphase einzuleiten und eben die Garzeit zu verkürzen. Und dazu schlage ich jetzt einfach das Ganze hier so schön eng in den Butcherpaper ein. Das Ganze verliert jetzt sein Fett, klebt hier im Butcherpaper fest. Und das Butcherpaper hat eine Eigenschaft, die wir vorher noch beschrieben haben. Hoffe ich zumindest, sonst haben wir es im Vlog gerade gemacht. Ja, aber wir beschreiben sie jetzt einfach. Es ist so, dass die Feuchtigkeit, die am Fleisch austritt, auch durch dieses Butcherpaper durch kann und verdampfen kann. Dadurch ist es da drin eben nicht so nass, wie wir es in Alufolie hätten. Oder wir haben auch ein anderes Metzgerpapier, da bleibt die Feuchtigkeit größtenteils drin. Genau. Dadurch erzielst du das gleiche Ergebnis, Fleisch wird weich. Aber, und das ist der Riesenunterschied bei diesem Butcherpaper, hier entsteht im Idealfall eine Kruste. Das heißt, es wird von außen richtig trocken und krustig und innen drin schön saftig. Genau. Und jetzt so würde ich sagen, kommt das Ganze zurück auf den Grill und bleibt da so für 1,5 Stunden? Ja, 1,5-2 Stunden bei der Größe, denke ich schon. Temperaturtechnisch, wir waren eben so bei 130 Grad. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen weiter aufmachen, jetzt so bei 140, 150 Grad landen. Ja, 1,5-2 Stunden, schauen wir mal, geben wir euch gleich nochmal genau mit. 2 Stunden haben die Rippchen jetzt in ihrem Butcherpaper verbracht und unabhängig davon, dass es hier immer fantastisch riecht, aber das ist so ein Berufsrisiko, sag ich mal. Du hast gerade meinen Move nicht gesehen, ne? Nee. Pass auf, ich mache nochmal vor. Okay, ja, der war wirklich spektakulär. Ja, ich fand ihn cool, war. Ja, der war, also wirklich, das war einer der besten, die ich je gesehen habe. Ey, man sollte immer Spaß am Grill haben, weißt du? Das ist wichtig. So. Guck mal, und jetzt kann man schon mal so ein paar Sachen sich angucken. Ja. Oh, die sind weich. Ja, vor allen Dingen sind sie heiß. Ach komm, jetzt stellt sich aber ein bisschen an. Ja, ja. Also, wir beurteilen das mal. Schaut euch das an. Es sieht schick aus. So richtig, wie soll ich das am besten hier nennen? Oben ist das Papier, also es ist durchgeweicht, aber es ist schon wieder trocken. Ja, das würde für mich bedeuten, hier an der Stelle sollte ich auch eine trockene Kruste haben. Bin mal gespannt. Total gespannt jetzt. Ja, hier haben wir eine Kruste. Geil. Krass. Geil. Geil, ey. Guck mal an. Ja, wir müssen das Papier noch einmal so zur Seite nehmen. Weil wir nämlich... Oh, oh, die zerfällt. 1, 2, 3. Ja. Oh. Oh. Der Klassiker. Und wichtig ist immer, wenn sowas passiert, immer drauf gucken und warten. Ja. Dass mehr runterläuft einfach. Mach das bitte dann zu Hause nicht nach. Was ihr nachmachen könnt, ist jetzt die nächste Phase, denn die Rippchen, also wir beurteilen das nochmal so, man sieht das hier schon, ne? Knochen haben sich schon rausgelöst. Hier, alle schon schön wabbelig-schwabbelig, so wie es sein soll. Und jetzt werden wir diese Rippchen noch mal kurz auf den Grill legen und glasieren. Da kann man auch wieder eine Stunde Zeit investieren, wenn man das möchte. Machen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir glasieren die einfach noch einmal durch. 10 Minuten ungefähr. Ja. Schneiden die auf und dann sehen wir uns gleich zum Essen. Was ich hier schon mal sehr, sehr cool finde, was ich glaube, ich hoffe, es kommt auch gleich so, die sind perfekt. Weil sie sind so, dass sie sich vom Knochen lösen, aber trotzdem noch so einen leichten Biss haben. Das wäre mir ganz lieb, wenn sie nicht ganz so fellgelutschen sind. Los, leg auf. Sieht fantastisch aus. Ich sage vor allen Dingen, schneid mal an. Ich weiß nicht, wie viele 100 Rippchen wir schon gegrillt haben, aber jedes Mal wieder hat man eine Freude im Gesicht, wenn es darum geht. Aber wir haben auch nicht immer so geile Rippchen gegrillt, muss man auch mal sagen. Und ich bin echt extrem gespannt auf das Ergebnis. A, Butcherpaper. Wir haben eben gesehen, da ist eine richtig geile Kruste gewesen. Die haben wir jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe eben, genau, ich habe schon gesagt, durch seinen Pinseln geht die natürlich ein Stück weit wieder weg. Übrigens, einer fragt, wir haben Sweet Baby Ray's Hickory Brown Sugar Zungenbrecher benutzt. Hat man mal Bock drauf. Die ist auch relativ neu bei uns im Shop, aber die ist ziemlich begehrt, habe ich festgestellt. Ja, Sweet Baby Ray's an sich. Sehr gut. Okay, wir schneiden mal an. Genau. Gucken wir mal, was wir hier gezaubert haben. So. Oh yeah. Alter. Geil. Okay. Also saftigkeitstechnisch brauche ich, glaube ich, nicht mal reinbeißen. Das habe ich gerade gesehen. Ja, die gehen auch gut runter. Also ich glaube, es ist von der Konsistenz genau das, was ich
wo ich sage, es ist für mich perfekt. Ja. Halt mal hier hin, guck mal. Das, oh, guck mal hier. Ja, das guck mal die Alex, die Praline. Ja. Hier ist der Knorpel und wer das wegschneidet, ist wirklich doof. Guck mal, was da rauskommt. Alter. Das ist wie so ein Mini-Brisket hier, ne? Nur halt beim Schwein. Guck mal, siehst du das? Da? Guck mal. Nur, damit man sich mal vorstellen kann. Das landet normalerweise sonst immer irgendwo anders. Und hier muss ich im Prinzip nur kurz runterschneiden, hab dann dieses perfekte Stückchen. Und ja, was soll ich sagen? Da ist Geschmack drin, ne? Alter. Alter, wirklich. Okay, ja. Mm. Herzlichen Dank. Macht dir auf jeden Fall nicht nach. Alter. Okay. Kann man richtig gut erkennen, dass hier so ein Rauchring dran ist. Hammermäßig. Boah. Und es ist wieder das, was sich immer da zeigt. Hast du ein gutes Grundprodukt? Hast du eine gute Qualität? Es ist perfekt. Und es ist so, dass jetzt, ich muss jetzt hier von abbeißen. Die sind super zart. Ja, die sind perfekt. Ja, die sind in meinen Augen absolut perfekt. Hm. Wenn du jetzt sagst, nee, ich will den Knochen aber rausziehen, weil das würde bei der Variante nicht funktionieren, länger dämpfen. Genau, länger in der Folie lassen, eine Stunde länger drin lassen. Genau. Aber das wäre doof, weil so ist das richtig gut und leichter. Bis das Schwein schmeckt übrigens auch fantastisch. Ich bin total begeistert. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ihr dürft uns abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Die Glocke aktivieren. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schmilzt in meinem Mund. Schmilzt. Ist abgefahren, ne? Ich liebe ihr Rippchen, aber das ist wirklich... Alter, Alex. Jetzt muss ich ran, es tut mir leid. Geht eben.